Willkommen, Freunde des blutigen Ballsports, hier auf dem Kanal von Writing Bull zur zweiten Hälfte der dieswöchigen Dinner Time. Wir zeigen euch Blood Bowl 2, genauer aus der Community von Writing Bull, aus der internen Liga, der Blood Bull Liga, der ersten Liga dieser Blood Bull Liga, der obersten, der Champions League quasi, aus der siebten Saison und dem zehnten Spieltag. Das Duell Frostige Fleischwaren gegen Borgias Bullen, geführt von Hagen von Steinberg und Masurk. Und eure Moderatoren für den Abend sind meine Wenigkeit, Orun, und mein charmanter Mitmoderator Skydiver. Servus ihr Lieben, servus Orun. Ja, es steht 1-1, alles offen, wir fangen wieder ganz von vorne an. Und ich bin gespannt, wie das Spiel sich weiterentwickelt. Ja, es ist wie du sagst. Wir fangen im Grunde von vorne an. Es steht 1-1, im Grunde also wieder wie zu Anfang der ersten Halbzeit. Bis auf die Verletzten. Zusätzlich zu diesem eigentlich Gleichstand, gleiche Wiederholungswürfe, aber folgende Unterschiede. Die Frostigen Fleischwaren haben ihren Zauberer immer noch, auch ihren Nekromanten, aber die Borgias Bullen, die Dunkelelfen, haben keinen Apotheker mehr. Dafür zwei Verletzte auf der Bank, einen normalen Feldspieler und den Loner, der gleich am Anfang, direkt zum Start auf der Bank gelandet ist. Herrlich. Ja, dafür ist er da. Genau, dafür ist er da. Aber auch ihren Unterstützungsfeldspieler, der hier K.O. auf dem Rasen liegt, am Rand. Das heißt, sie sind ja nur 11 Leute, ne, mussten ja schon Loner haben, waren also eigentlich sogar nur 10. Mhm. Treten also hier erstmal nur zu 8 auf. Im Angriff. Gegen... Ja. 11 Untote, denn die Untoten haben zwar da hinten, ganz einsam, einen verletzten, blockenden Zombie, hatten aber schon von vornherein zwei Ersatzspieler, können also aus den Vollen schöpfen und sogar noch einen Ersatzspieler auf der Bank behalten. Ja, der Nekromant hat sich da bei den Verletzten vernekromantiniert, also auf Deutsch, er hat's verschissen. Genau. Und dafür, ja, macht den Bock jetzt nicht fett. Dunkelelfen im Angriff geht in Unterzahl. Also absolut. Wenn sie schnell spielen, wenn sie es gut spielen, Masuk ist ein guter Trainer, er ist ein guter Coach, er ist ein guter Spieler. Der kriegt das hin. Allerdings, er hat es hier mit von Steinberg zu tun. Ne? Genau, also hier muss man halt einfach sagen, ja, Dunkelelfen im Angriff geht. Absolut. Aber halt drei in Unterzahl gegen Steinberg, der doch eine Legende ist, wenn man auch sagen muss, Masuk ist eigentlich direkt dahinter. Also während man Leuten wie Steinberg oder auch von Stein oder Jagul Legendenstatus zuräumt, ist Masurk definitiv einer unserer Spitzenspieler, ne, in der Liga. Ja. So viel kann man auf jeden Fall sagen. Aber es wird nicht leicht, sich dagegen zu behaupten. Er muss definitiv auch zum Teil auf sein Glück und auf den Fanvorteil hoffen, den er hat. Ja, jener, also so Anstoßereignis sollte schon zu seinen Gunsten sein, eventuell. Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich bin vor allem mal gespannt auf die Aufstellung, weil während Steinberg da jetzt noch sehr viel rumprobiert und dann eine, ich würde mal sagen, Trichteraufstellung wählt, ne, sehr eng vorne an der Front, sehr eng mit einer Mumie, ne, hier Blocker und Brutaler, also Fauler. Und in der Mitte steht dann die Level 3 Mumie mit Unterstützen und Standfest. Das ist eine sehr kompakte und sehr trittsichere, kann man sagen, trittsichere Frontformation. Was besonders dann wichtig ist, Achtung, man achte auf die Formulierung trittsicher, weil Dunkelelfen beim Blocken ja treten. Stimmt, das sind die Sanjis in dem Blood Bowl 2 Universum. Richtig. Ansonsten halt Flanke nur an der äußersten Linie ohne Widerstand zu durchqueren. Und hier zur Mitte hin wurde, ne, ein bisschen leicht zugetrichtert. Wir werden sehen, ob das hilft. Die Dunkelelfen allerdings fahren eine ganz andere Strategie. Die versuchen an der Front möglichst wenig Berührungsfläche zu haben. Ne, an einer Stelle müssen sie ja. Also dadurch, dass drei... Moment, wir warten noch den Anstoß ab. Genau, Borgias Bullen, also die Dunkelelfen bekommen sogar noch einen Wiederholungswurf. Also Anstoßereignis zu ihren Gunsten. Hier, weil ja drei in der Mitte an der Front stehen müssen, muss er einen Berührungspunkt haben. Dafür hat er seine Hexe gewählt, die Vanossa de Catene, mit Knochenbrecher und Block.
Also eine gute Wahl, um sich hier mit dem blockenden Zombie anzulegen, wenn Ja, sie sich denn mit ihm anlegt. es ist halt durch Rasen, sie muss mitgehen und somit kommt es an die Mumie ran. Und wenn das erste Mal ein Push wird, dann, ja, Okay. Stimmt, stimmt. Das ist eigentlich nicht ideal. Aber gut, er wird sich was dabei gedacht haben. Nichtsdestotrotz, Ball liegt. Naja, es gibt ungünstigere Positionen. Ne? Er hat seinen Blitzer da hinten mit Gewandtheits-Up, also dem sollte das Aufheben des Balls nicht so schwer fallen. Das heißt, keine schlechte Wahl, um hinten den Ball zu transportieren. Und jetzt sehen wir uns aber an, wie sein erster Angriff abläuft. Da gut geschickt 4 oder 5 macht, wenn der Ball nicht in einer Tackle-Zone ist oder es nicht regnet, macht das keinen Unterschied. Es bleibt bei der 2 plus. Es geht vielleicht dann eher ums Passen. Er kann ihn weiter passen mit einer Erleichterung um ein weiteres. Ja, Ja, gerade das wenn es jetzt ein stimmt. langer Pass werden soll. Ja, aber gerade das kann ihm ja jetzt zum Vorteil gereichen. Gerade in Ja. Unterzahl kann das Pass und Lauf, ist das nicht nur das Lauf, sondern auch das Passspiel von großer Bedeutung. Übrigens, wer es nicht gehört hat, und ich nehme mal an, ihr habt es nicht gehört, es hat bei mir gerade saftig gedonnert. Oh, In genau dem gewittert. Moment. Nee, Moment, hier oben steht aber freundlich. Ja, das Also ich täuscht, weiß glaube nicht. ich. Das täuscht. Vielleicht haben wir auch wieder so unsere private Gewitterwolke über der Kommentatorenkabine. Das ist wieder die geballte Zauberkraft unserer Zuschauer. Die wollen uns gegrillt sehen und sei es durch den Blitz. Oh, aber Schnellfrostverfahren. Genau, du sagst es. Also auch hier wählt er wieder das schnelle Vorrücken über eine Flanke. Und tatsächlich, er hat die Berührungsfläche gewählt. Aber er wollte anscheinend da sowieso ausweichen. Er hat nur einen hingestellt, weil er muss drei Leute an die Line of Scrimmage stellen. Genau. Und er kann nur einen ganz links, einen ganz rechts, aber einer muss an irgendeinen Zombie oder eine Mumie dran. Also er hat jetzt diese vier, die diese Flanke bilden, und diese vier, die den Ballträger und seine, ja, ich sag mal, Schutztruppe bilden. Gut, Und mal gucken, jetzt, was Steinberg draus genau. macht. Jetzt die Frage, was Steinberg draus macht, richtig. Er muss hier gewinnen, um hier heute, hier und jetzt Meister zu werden. Damit ist dann egal, was im letzten Spieltag, der nächste Spieltag passiert. Genau. Heben wir das nochmal hervor. Wenn Steinberg hier gewinnt, ist er Meister. Egal, was der 11. Spieltag bringt. Ein Unentschieden, ich habe es nicht genau vor Augen, können wir nach dem Spiel aber nochmal gucken, was ein Unentschieden gebracht hätte. Ich glaube aber, ein Unentschieden ist immer noch gefährlich, weil dann ist er immer noch angreifbar. Ich weiß nur nicht, von wie vielen Spielern. Wenn er aber verliert, und das ist viel krasser, dann hat er drei Konkurrenten. Und dann können nämlich alle vier, die an den obersten vier Positionen in der ersten Liga stehen, noch Meister werden. Und das würde Steinberg definitiv nochmal eine kleine Zitterpartie geben. Und der reinen Ehre halber, Steinberg ist ungeschlagen. Das wäre also auch rein schon ehremäßig problematisch. Das stimmt, ja. Wobei die Frage ist, wie viel Ehre hat ein Untoter, ne? Ja gut, da ich denke mal, der Coach ist ja kein Untoter, sondern das ist ja eigentlich ein Nekromant. Ein Nekromant muss ja nicht Stimmt. zwingend untot sein. Stimmt. Er kann ja auch ein Mensch sein mit nekromantischen Kräften. Sagt man das so eigentlich? Mit nekromantischen Kräften. Nekromantierisch. Also Tierisch. das mit tierischen, genau mit nekromantierischen Kräften. Das ist quasi in drei Zonen zu sprechen. Aber Na. genau, die Mumie fällt und das ist nicht mehr ganz so nekromantierisch. Nee, das ist schlecht, weil eine liegende Mumie ist angreifbar für Fouls, bis sie aufsteht. Sie kann sich nicht mehr bewegen danach, außer Go for it. Und ja, eine stehende Mumie ist das Nonplusultra. Alles an. Oh. Ich hab Angst. Du hörst es, ne? Ja. Also, meine Freunde, nur um das ganz kurz festzuhalten, danach kommen wir sofort zum Spiel zurück. Aber das muss ich einfach festhalten. Wir hatten jetzt 2 Monate lang ständig kalt, warm, kalt, warm, kalt, warm. Wobei man sagen muss, warm ist hier relativ, ne, vom Wetter her in meiner Gegend. Aber heute war es mal so richtig warm. Ich habe das erste Mal wieder in meiner Jacke geschwitzt. Und jetzt haben wir da draußen ein Gewitter. Und zwar ein richtiges. Die Bäume wackeln, es regnet in Strömen. Und Blitze und Donner reihen sich aneinander. Also es ist schon nicht ohne. Ich glaube, das ist ein Vorzeichen. Dabei hat Steinberg den Magier noch gar nicht aktiviert hier. Ja, aber ich glaube, er packt ihn bald aus, so wie es hier bei mir schon abgeht. Vielleicht, Moment, Meinst du, er übt schon mal? glaubst du, der setzt den gar nicht gegen seinen Gegner, sondern gegen uns ein? Oh, das wäre Das böse. wäre böse.
Er sagt, den brauche ich nicht. Nein, das bekommt die Kommentatorenkabine ab. Genau. Aber um zum Spielgeschehen zurückzukommen, ich muss nur sagen, es schüchtert mich halt gewissermaßen ein. Also dieses Donnern und Blitzen bin ich halt einfach nicht mehr gewöhnt. Okay, Achtung. Genau, jetzt. Er fängt ihn nicht. Und hier haben wir halt jetzt wirklich einen großartigen Spielzug gesehen, nur um das mal kurz festzuhalten. Er hatte hier hinten seinen Ballträger. Er hatte die Schutztruppe dafür. Er hat den Ball, er hat hier vorne diesen Tunnel, also diese Verteidigung, diesen Tunnel gebildet, den er verteidigt hat. Hm. Und den hat er jetzt natürlich exzellent ausgenutzt, hat ihn nach vorn gebracht. Da muss man einfach sagen, da ist die nicht ganz so große Beweglichkeit der Untoten, die Ghule mal ausgenommen, und die Verfluchten vielleicht auch noch, echt ein Nachteil. Er hat die quasi ausgelaufen, konnte nur die Ghule und die Verfluchten konnten damit halten. Und hat hier halt durch diesen Tunnel jetzt diesen Wurf gemacht. Und das ist jetzt natürlich brutal, weil wir haben gerade mal den zweiten Zug der zweiten Halbzeit. Und er macht direkt nochmal einen Führungstouchdown. Er stallt nicht, er sieht die Chance und die kriegt wegen Steinberg nicht alle Tage. Daher Respekt. Ich muss ja auch sagen, ich glaube, es liegt an der Unterzahl. Also ich weiß nicht, ich hätte vielleicht eine Runde noch versucht zu stallen. Vielleicht. Aber spätestens dann hätte ich ihn auch gemacht, weil durch die Überzahl und dadurch, dass dann auch die langsameren Spieler halt auf Kontakt kommen können, wäre das Risiko zu groß geworden. Hm. Da die schon so in Unterzahl sind und auch bei den Untoten steht zumindest der K.O. nicht auf. Ja. Macht den Bock aber auch nicht fett, die sind zu 11. Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Aber genau da haben wir halt jetzt den Punkt, also die Dunkelelfen haben Glück, ihre K.O.s stehen wieder. Also sind sie immerhin zu 9. Ja. Bei den Untoten ist es halt, es geht gerade so auf. Ne? Also sie haben einen Verletzten und einen K.O., hatten aber auch zwei Ersatzmänner, können also auch zu 11 aufs Feld. Nur dass sich der Coach nicht mal aussuchen kann, wen er aufs Feld schickt. Ja, das ist ein Luxusproblem. Ist ein Luxusproblem, keine Frage. Und jetzt ist halt die Frage, wie tut Masuk verteidigen mit seinen 9 Dunkelelfen gegen ein vollbesetztes Untotenteam? Mit Knochenbrechern und Also ich denke, worauf Masuk durchaus spekulieren kann, ist die Untoten lang genug aufzuhalten, damit sie nur noch den Ausgleich schaffen. Das sollte kein Problem sein. Aber ihn ganz am Touchdown zu hindern, da weiß ich nicht, ob er das schaffen kann. Hm. Ja, scheint so, dass wir die Meisterfälle vielleicht doch noch verschieben sollten. Randale. Ja, das gefällt den Fans überhaupt nicht. Steinbergs Fans finden das überhaupt nicht toll. Die haben sich schon voll gesoffen, weil sie schon auf die Meisterschaft angestoßen haben. Und wir wissen alle, wer zu früh feiert, feiert meist umsonst. Richtig. Aber was jetzt vor allem interessant ist, ein Zug länger heißt, ja, die Halbzeit geht länger. Und eine längere Halbzeit kann viel mehr Überraschungen beinhalten. Ja, das stimmt. Also glücklicher Zufall. In dem Fall glücklich für Steinberg. Okay. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat. Ja, die Leute hauen an unsere Tür. Genau. Also die wollen hier durchbrechen. Genau, die Metalltür wird gerade versucht einzutreten. Also heute meinen es die Zuschauer wieder richtig ernst. Ne? Es wird alles ausgepackt. Ja. Wasserschläuche noch und nöcher. Donner, Blitz und Hagelschlag. Und sogar die Metalltüren werden mit voller Wucht versucht einzutreten. Ja. Randale, also nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch bei uns hier. Ich glaube, das Problem ist einfach folgendes. Du musst ja halt vor Augen halten, das Fleisch von Dunkelelfen ist halt ein bisschen zäh. Hm. Also ich weiß nicht, Dunkelelfen sind ja sehr sehnig, sehr zäh. Und ich meine, wer will das Fleisch von Untoten fressen? Gut, die Ghule vielleicht. Ja, aber nur die Ghule, ne? Also nur die Ghule. Fleisch wie aber keine die Zuschauer, Ahnung, also unsere Zuschauer sind ja in der Mehrheit keine Ghule. Nee. In der Regel nicht. Vielleicht Vampire, aber keine Ghule. Ne? Also da. Meinst du, die Vampire trinken Ghulblut? Ich weiß es nicht. Bin ich ganz ehrlich. Ich traue denen alles zu. Wenn sie mal Blutdurst bekommen, nehmen sie alles, was da ist. Ja, ich glaube auch. Denen ist das dann relativ schnurz. Ne? Die rennen ja auch vom Feld in die Zuschauer rein. Ne? Ist denen ja auch egal. Oh, auf jeden Fall. Die schnappen sich die erstbeste Kehle, die sie finden können. Okay, also okay. Das war jetzt, also man muss sagen, der Angriff generell der Untoten, das mal so ganz allgemein gesprochen, der läuft gut. Ne? Ja, also nachdem jetzt beide einen Zug dazu bekamen, haben die Untoten prinzipiell erstmal gut angegriffen. Aber diese Reihe ne, der Ghoul will aufheben, schafft es nicht.
verliert den Ball an den nächsten Ghoul, der schafft es nicht, den zu fangen. Und es geht immer weiter nach links und das ist jetzt für Mazurk ein gefundenes Fressen. Den ja. Ball kann er dort aufnehmen, auf die 3+, und kann auf die 2+ rausdodgen und ist auf dem Weg zum 3-1. Und das, nee, ich wollte gerade sagen, genau das macht er auch, aber er stellt erstmal Tackle-Zonen auf den Ball. Falls etwas schief geht wahrscheinlich, aber ich nehme trotzdem an, dass er das machen wird. Also den Ball versucht aufzuheben, es sei denn, oder er blitzt den Ghoul. Macht er das? Das ist eine gute Frage, Moment, ich gehe mal runter. Was blitzt er jetzt? Ghoul oder Zombie? Nee, den Ghoul. Den Ghoul. Okay, damit hat er keine Tackle-Zone mehr auf dem Ball. Er kann den Ball jetzt aufnehmen. Er hebt den Ball jetzt auf, hat das durch Ausweichen auch noch geschafft. Jetzt hat er den Ball in so eine relativ... Also, es gibt jetzt halt... Das ist das Interessante. Jetzt sehe ich nämlich, was er vorhat. Er umläuft seinen Ballträger. Und jetzt gibt es nur noch eine Angriffsposition, nämlich hier. Mhm. Hier ist Deckung von der Hexe. Hier ist Deckung vom anderen Blutelfen. Ja. Bleiben wir beim Blutelfen. Bleiben wir mal beim Blutelfen. Und hier ist die einzige Stelle, wo er angreifen kann. Jetzt hat er aber den daneben bewegt. Also ist auch da wieder eine zusätzliche Zone drauf. Mit einem Assist kann er da geben. Und das Block wird nicht so einfach auf dem Ballträger. Aber jetzt macht er auch hier zu. Ja, jetzt wird es langsam echt eng. Also er schafft einen... Es ist kein Cage, aber er schafft eine sehr starke Flanke, die Untoten wirklich massiv attackieren müssen. Ja. Und er ist halt auch in Führung, also selbst wenn er nicht zur Grundlinie kommt, zum Touchdown, das ist im Grunde egal. Richtig. Er führt ihn mit 2-1. Er hat den Ball den Untoten weggenommen und eigentlich würde es jetzt sogar reichen, den Ball nur von ihnen fernzuhalten. Jetzt kommt aber, worauf wir alle lang gewartet haben, der Zauberer, der natürlich keinen Blitz und Donner, sondern einen Kometen vom Himmel beschwört, ein Meteor, ein Feuerball, der den Ballträger zu Boden bringt und ihn verletzt. Ach du lieber Gott. Und das... Oh, guck mal. Ach du lieber Gott. Okay, man muss sagen... Der Rüstungswert sinkt. Man muss sagen, Rüstung 9 auf Rüstung 8 ist bitter, aber noch nicht so schlimm wie 8 auf 7. Ja, die 7 ist too heavy. Es ist aber leider sehr bitter, weil es sich um einen diesen Blotcher- und Gewandtheitsblitzer handelt. Und da ist Rüstungswertverminderung zwar noch kein Argument, ihn rauszuwerfen. Definitiv nicht. Aber, also jedenfalls kein zwingendes. Aber es ist schon bitter. Ja, man stellt ihn eigentlich... Uiuiui. Das war der Schicksalsdonner. Das war der Schicksalsdonner. Ne, was ich gerade sagen wollte, so ein Blotcher, den willst du vorne ranstellen, willst du connected spielen, weil der sich eben da durchwinden kann. Mit weniger Rüstung ist das halt doof. Ja. Der Spieler hat widerstanden, der hat sich gar nicht beirren lassen und der hier ist zu Boden gegangen. Der ist einfach nur Pseudo hingelegt. Genau. Der wurde eigentlich gar nicht getroffen, aber der hat so viel Angst. Aber der Ball liegt jetzt sehr interessant, weil da ist er zwar frei und kann aufgehoben werden, aber einerseits müssen die Untoten dann immer noch an den Elfen vorbei, stehen dann hinter den Elfen und so direkt am Rand, wenn sie den Ball nicht aufheben können, der scattert nach draußen. Zum Schiedsrichter. Kann alles passieren. Dann kann alles passieren. Der Schiedsrichter fängt ihn. Ich habe noch, noch nie gesehen, aber wäre hier perfekt, ja. Weil er steht so schön da. Ich weiß nicht, ob das animationstechnisch hinhaut. Ich glaube nicht, aber es wäre echt witzig. Es wäre großartig. Naja, theoretisch könnten sie ihn wie die Goblins animieren, ne? Theoretisch, ja. Ist ja eigentlich einer. Genau, jetzt haben wir... Okay, die Hexe ist K.O. Das ist bitter. Das könnte jetzt natürlich... Also gerade das. Wenn wir jetzt mal nochmal ganz kurz vor Augen halten. Entschuldigung, Tasten verwechselt. Die Untoten sind in voller Mannstärke. Die Elfen ihn nur noch zu siebt. Mhm. In dieser Überzahl können die Untoten, wenn sie jetzt den Ball wiedererobern können, den Ausgleich auf jeden Fall noch schaffen. Ja. Ich meine, sie hatten schon das Glück, dass hier die Sketterei bei den Ghoulen, dass die nochmal in eine aussichtsreiche Position gekommen sind. Ja, aber der Feuerball hat das Ganze dann halt negiert. Ja. Jetzt kommt der Blitz mit der Mumie. Ja. Mit Go-Foid, ja. Und 3 Würfel. Aber trotzdem nur schieben. Das ist natürlich bitter. Ja, aber gut, der Ball ist erstmal von den Dunkelelfen, soweit es geht, abgeschirmt. Dort oben ist halt noch der hier, der könnte noch ein bisschen gefährlich werden, aber da hat er noch ein paar Spieler. Ich nehme an, dass er mit dem Ghoul versuchen wird, den Ball aufzuheben, das würde ich zumindest machen. Jetzt geht's los? Nein. Nee, doch jetzt. Achso, das war, ja, der muss den Dodge mitnehmen. Ausweichen musste. Genau, jetzt versucht er den Ball aufzuheben, beim ersten Mal ist ihm das nicht gelungen. Was ist denn mit den Ghoulen los? Jetzt hat er es geschafft. Beim zweiten Mal hat er es hingekriegt. Hat den Ghoul jetzt vom Rand wegbewegt, weil das natürlich eine gefährliche Zone ist. Jetzt wird er hier nochmal faulen.
Ist halt die Frage, oh. Ich meine, ich wollte gerade fragen, muss das denn sein bei der starken Überzahl, dass jetzt doch mal ein Foul angesetzt wird? Ja, weil es immer das Risiko da, dass der auch der Zombie vom Platz fliegt. Also es ist halt wieder eine Verletzung ohne langfristige Auswirkung. Und gemusst hätte das mit Sicherheit nicht bei der Überzahl. Aber ich denke mir, das ist eine Frage der Gelegenheit und des Wahrnehmens. Man kann ja, ich muss hier immer wieder betonen, das möchte ich an der Stelle einfach nochmal loswerden, Foulen ist Teil dieses Spiels. Ja, Das ist aber das ist Teil der Regel. Fakt. Ich sag immer wieder, gefoult werden darf, wenn es strategisch angemessen ist, auf jeden Fall. Und eigentlich immer. Ich finde es zwar persönlich auch immer wieder schwierig, wenn ein Foul im letzten Zug ausgeführt wird oder so, aber das ist halt so ein ewiges Streitthema. Aber hier, zu der Zeit, ist ein Foul absolut strategisch noch angemessen. Er ist halt schon in Überzahl, aber je mehr, desto besser. Da muss man einfach zugeben, das stimmt. So, der Tackle. Genau, Ich das habe eben gedacht, Ausweichen ach, wurde negiert. das ist jetzt natürlich jetzt, ja, der Ball liegt so lala. Also, es ist ein echtes Hin und Her. Also, hier haben es jetzt echt Elfen und Untote streiten sich sehr heftig um den Ball. Es sind immer noch genügend Züge übrig, dass beide ihn für sich erobern und nutzen können. Ja. Die Elfen tun es jetzt auf jeden Fall erstmal. Er hebt ihn tatsächlich auf. Genau. Aus zwei Tackle-Zonen. Und versucht da einen Pass zu werfen. Klappt es nicht? Hat er klappt einen nicht. Reroll? Und jetzt wird es nämlich langsam brisant. Weil was mir gerade wegen Reroll auffällt, also einerseits, er hat es jetzt auch durch die Wiederholung nicht geschafft, was wieder den Untoten eine Möglichkeit eröffnet. Und andererseits ist hier mal aufgefallen, die Untoten haben keinen Wiederholungswurf mehr. Stimmt. Das heißt, jede Aktion, und das ist noch mehr als die Hälfte der zweiten Halbzeit zu spielen, das muss jede Würfelwurf muss sitzen. Also davon, von dem Punkt her, sind die Dunkelelfen im Moment im Vorteil mit ihren noch zwei Wiederholungswürfen. Weil jetzt müsste bei den Untoten halt echt jede Aktion sitzen. Wenn was schief geht, war es das. Also mit der jeweiligen Runde natürlich nur. So, das ist ein Push, das reicht Und aus. ich muss hier einfach sagen, das möchte ich an der Stelle einfach festhalten, beide spielen ihren Möglichkeiten entsprechend wirklich gut. Ja, es ist Also halt viel Pech. Mazurk zeigt hervorragend, wie man sich gegen ein Prügelteam in Unterzahl behaupten kann, finde ich. Und Steinberg zeigt hervorragend, wie man mit einer geringen Überzahl mit so einem Prügel- und nicht ganz so mobilen Team umgeht. Wie man das dafür nutzt. Es ist halt viel Pech dabei, gerade mit dem Ball aufheben, Ja. sei es die Gun oder auch die Dunkelelf oder das Passspiel hier zweimal eine Eins gewürfelt. Das ist sehr unglücklich. Also ich Okay, finde das immer hätte. noch den Widerspruch so herrlich. In der Arena ist an und für sich Sonnenschein, aber trotzdem hören wir permanent Donner. Ja, das ist immer noch der Zauberer, der sich immer noch entlädt. Statische Entladung halt, ne? So, da geht noch ein Dunkelelf raus. Wie viel Dunkelelf haben wir jetzt noch auf dem Platz? Also, 1, 2, ich 3, muss es 4 zählen. zähle ich Also, hier. wir haben hier, also wir haben fünf, also vier Verletzte, ein K.O., ein Ersatz. Das heißt, sechs Spieler draußen, fünf noch auf dem Feld. Bei den Untoten alle 11 noch auf dem Feld. Und da muss man einfach sagen, dass Mazurk immer noch die Untoten, ja, ich sag mal, ärgert und aufhält, ist eigentlich eine Leistung. Auf jeden Fall. Aber ich denke mal, Steinberg, Und hier macht sich jetzt kommt hier die Rache für den fehlenden Wiederholungswurf. Die jetzt die Aktion Mumie, geht direkt schief. jetzt die Mumie den Ball wieder gefangen hätte, dann wäre ich hier rausgelaufen. Ja. Dann wäre ich rausgerannt in den Regen und erstmal Dusche. Ich hätte mir erstmal eine Flasche Schnaps geholt. Ja, das auch. Das Ist, auch. Alkohol hätte ich dann auch noch gebraucht. So, so, jetzt es holen sich die gelingt. Elfen den Ball. Hier, es geht nur, wenn es schwierig ist, Werfen ne? den, schaffen das. Also, hier muss man einfach sagen, Alter! was muss Steinberg sich geärgert haben? Er ist schon in Überzahl, hat keine Wiederholungswürfe mehr, hat echt auch Pech teilweise mit den Würfeln. Ich will jetzt nicht sagen, unverhältnismäßig viel Pech, aber er hat Pech. Und dann Mazurk einfach hier Ball aufnehmen, werfen, übergeben. Und jetzt steht er da ganz weit hinten. Und kann halt den Ball stallen. Ich finde trotzdem, Steinberg hat da sehr viel Würfelpech gehabt. Also Ja. unverhältnismäßig oder verhältnismäßig. Das war gerade beim Aufheben oder mit den Also Poolskaterei, wo mit immer wieder Masswork. unverhältnismäßig meine ich immer, also es hat jetzt in den letzten paar Zügen hat es zugenommen. Ja. Davor war es noch in Ordnung. Ja.
Aber ja, in den letzten Zügen wurde es unverhältnismäßig, so kann man es definitiv sagen. Aber genau da liegt halt auch der Reiz dieses Spiels. Manchmal versaut dir einfach der Würfel das alles. Ja, das ist halt Würfelspiel. Das ist Blood Bowl, wie wir es kennen und lieben. Und hier, aber hier haben wir halt wenigstens mal Blut, Knochen, Asche, alles da, alles da. Und jetzt müssen die Untoten halt Druck aufbauen, sie müssen Druck machen, weil die einzige Chance, die er jetzt noch hat, ist entweder, dass Masuk die Lage überschätzt und er den Ball trotzdem noch verliert, was ich eher nicht glaube, bin ich ehrlich, Glaube oder es auch er ihn nicht. zu einem schnellen Touchdown zwingt und dann wenigstens noch eine Chance auf einen Ehrentouchdown bekommt. Aber genau hier kam jetzt die eine Chance, die er hatte, der Ghoul angelaufen und es hat nicht geklappt. Auch hier rächt sich wieder die Tatsache, keinen Wiederholungswurf mehr zu haben. Ja, wieder auch eine 1 gewirbelt. Also das, klar, jetzt weiß man auch, wohin die Rerolls sind. Und was macht er? Ach so, Der okay. hat noch mal ne, der hat noch mal einen kleinen Kreis Ah gelaufen. ja, okay, alles klar. Ja, 3 zu 1, ich glaube, das Ding ist gegessen. Ja, also ich würde auch sagen, also wir gucken uns das restliche Spiel natürlich weiter an, aber ich würde hart behaupten, dass jetzt der Drops gelutscht ist. Also Respekt, Steinberg wird ja seine erste Niederlage in Empfang nehmen, aber trotzdem kann er noch nächste Woche Meister werden. Ist noch Ja, nichts also Meister verloren, werden aber kann er definitiv noch. Masur, Respekt, wie er sich hier verkauft hat. Manch andere hätte vielleicht schon in der Halbzeit das Spiel aufgegeben. Ja, also ich habe schon Spiele, aber man muss sagen, auf der anderen Seite, die Verletzten waren ja bis jetzt alle nicht kritisch. Aber ich weiß, was du meinst. Also viele hätten in Unterzahl doch auch aufgegeben. Aber das unterscheidet meiner Meinung nach durchaus noch die Spitzenspieler von, ja, ich sag mal, das ist ja kein Vorwurf, aber wer mit dem Spiel noch nicht so viel Erfahrung hat, lässt sich davon auch halt leichter unterkriegen. Ist einfach so. Also mein Rat an diese Leute, nehmt's just for fun. Ihr verliert ja kein Es Geld, ist ihr ein gewinnt auch Spiel. kein Geld. Genau, manchmal läuft's, manchmal läuft nicht. Oder wie sagt man immer so schön, es gibt Tage, da verliert man, es gibt Tage, da gewinnen einfach die anderen. So ist es. Aber auch das ist zum Beispiel jetzt wieder so: Borgias Bullen bekommen noch einen zusätzlichen Wiederholungswurf. Das ist so Wie Hohn siehst du auf den was? Hohn. Ja, es ist Naffel hat seinen Also, Favoriten. ich glaube einfach, Naffel wollte hier ganz klar Steinberg ins Gesicht rotzen. Weil es fing Entschuldigung. schon, ja, es fing schon ganz am Anfang an. Er hat den Famewurf und er hat gleich den Blitz bekommen, das ihn ja zum schnellen 1-0 ermöglicht hat. Ja, dann bekommt er die Rerolls, auch wenn er sie gar nicht braucht. Gut, in dem Fall kann er damit noch was anfangen. 3 Züge, 3 Rerolls. Aber in der ersten Halbzeit bekam er ja teilweise Ja. noch Rerolls, die er nicht, also einen Reroll, den er nicht gebrauchen konnte. Ja. Und ich sage ja, das ist immer wie so Hohn auf dem Hohn. Ja. So, jetzt wird er natürlich versucht, ein paar SSP zu generieren. Noch nicht mal das gelingt. Das ist jetzt ja. Was soll ich dazu noch sagen? Also, mir tut Steinberg hier echt leid. Spiel ist gelaufen, er versucht wenigstens noch ein bisschen SSP zu machen. Man gönnen kann man es ihnen, wenn Verletzung ohne langfristige Auswirkungen bei rauskommt. Ne? Dann ist Klar. es auch Masuk egal. Und Masuk, er schützt seine Spieler. Ja, er Macht schafft auch die alles halt nach richtig, hinten. weil was soll er da vorne machen? Ja, Ja. ich würde da auch nicht mehr viel machen. Ich würde an seiner Stelle jetzt auch die Spieler. Er hat ja das Glück, dass bis jetzt nur eine einzige Verletzung permanent ist, nämlich das mit dem Rüstungsdown. Alles andere ist entweder nur für dieses Spiel oder einmal ein Ausfall fürs nächste. Da würde ich auch jetzt auch darauf achten, meine Spieler zu schützen, die er noch hat. Weil er hat halt nicht viel zu verlieren. Selbst wenn er den Untoten jetzt die Schleusen öffnen würde, wäre es schwierig für die jetzt noch den Ausgleich zu schaffen. Will er jetzt tatsächlich nochmal faulen? Ja, ich kann Steinberg bis zum gewissen Grad aber auch verstehen. Also ein bisschen kann ich ihn verstehen. Der Frust steckt da drin. Was jetzt nicht heißen soll, dass der Foul deswegen jetzt irgendwie scheiße oder irgendwie falsch oder so wäre. Es ist nur einfach, ich verstehe es, auch wenn es ihm wahrscheinlich strategisch nicht mehr viel bringt. Weil, ne, wenn es SSP drauf geben würde, dann würde ich es total Ja, das ist ja die verstehen. ewige Debatte, das ist ein Argument, das ich immer wieder unterstütze. In dem Moment, wo Fouquis einführen würde, dass Fouls SSP geben, wäre die ganze Diskussion noch vorbei. Punkt. Gut, Steinberg schon wieder erst.
Erst der Boastdown ohne Block, dann das Foul mit der roten Karte, jetzt das Go for it zum Blitz, was misslungen ist. Also, Also, es das ist. ist, wir befinden uns jetzt echt in der Phase, wo es eigentlich nur noch, Steinberg wird eigentlich nur noch gedemütigt, um jetzt mal böse zu sein. Nicht, dass ich wirklich sagen würde, dass das jetzt Demütigung auffassen muss, das ist sein Ding. Und ich persönlich würde einfach sagen, naja, es ist halt, wie es ist. Aber ich kann verstehen, wenn er es denn so empfinden würde. Na, jetzt die Elfen haben Jetzt. ihren letzten Zug, die wollen jetzt nochmal, na, die stellen sich nur um den Zombie auf, mehr nicht. Ja, aber da macht der eigentlich seine Spieler auch angreifbar jetzt, ne? Da kommen jetzt andere Spieler dran hier von Steinberg. Ja. Gut. Mal gucken, Aber was er draus macht. Ich meine, wenn es so weitergeht, dann wird auch Dimo mir hier sich aufs Gesicht legen. Nein, tatsächlich macht es nicht. Er nee. kriegt doch mal einen Block hin. Aber leider ohne tieferen. Ja. Also Ja, da, kommt nichts bei rum. genau, jetzt kommt noch hier auf die Hexe, aber das ist ein Skull. Es muss ja so sein. Und genau, das ist so. Diese letzte Aktion unterstreicht eigentlich, wie es ihm jetzt eine ganze halbe Halbzeit ging. Eine ganze halbe Eine Halbzeit. ganze halbe Halbzeit Hochzeit. hier. Mach mal So, halblang. einzige, was für Masurk jetzt tatsächlich ein bisschen ärgerlich ist, der MVP geht ausgerechnet auf den Loner, der verletzt, in der ersten Runde verletzt wurde. Oh mein Gott. Ja, behält man ihn oder nicht, ich würde ihn rausschmeißen. Der bringt Unglück. Den rekrutiert man halt einfach nicht, Punkt. Aber der MVP, also diese 5 SSP, dass die halt auf den verloren gehen, ist schade. Der hier drüben gehen die SSP dafür tatsächlich auf jemanden, den man es durchaus gönnen kann. Also ne, der verfluchte mit Knochenbrecher und Zerquetschen. Ich Hat wäre jetzt echt Level up. gespannt, was er ihm gibt. Weil eigentlich ist der jetzt ideal, das ist halt ein Killer. Ne? Dann Tackle gucken. wäre jetzt die eine Genau. Variante. Tackle wäre noch eine gute Idee, das stimmt. Man weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Boah, immer diese Blitze. Hier mal die Statistik. Ja, es ist einfach, wenn du in beiden Augenwinkeln permanent diese Blitze siehst, ne? Und dann halt diesen Regenvorhang vorm Fenster und so. Das ist schon beeindruckend, wenn du das jetzt seit 3 Monaten nicht mehr erlebt hast, sowas. Atmosphäre. Ja, vor allem, ich habe auf beiden Seiten meiner Wohnung die Fenster offen. Trotzdem ist es hier total angenehm. Ich weiß nicht, was los ist. Das Wetter ist verrückt. Wir haben April. Sei es drum. Statistik. Ne? Ihr seht, ja, schon recht unterschiedlich, was ja einfach schon daran liegt, was für unterschiedliche Teams das sind. Ne? Ballbesitzverhältnisse, in welchen Hälften, Pässe, gefangene Bälle, Tackle-Unterschiede, ne? Raumgewinn durch Laufspiel bzw. durch Pass. Das unterscheidet sich einfach, weil es so zwei völlig Ist unterschiedliche Mannschaften eben, sind. ist logisch. Die Elfen schnell gezielt in die Endzone und die Untoten lassen sich da ein bisschen Zeit, eben wegen Cajun. Genau. Dann die SSP. Also Ja. einmal, ne? Also wir hatten einen. Also hier ist es halt einfach. Die 5 SSP hier und die 7 hier. Das ist so sehr konzentriert. Sind halt 12. Hier sind es insgesamt 7, 8, 10, 19. Wobei man davon 5 hier wieder abziehen muss, weil die quasi ins Leere gehen. Also 14. 14 fürs Team, ja, so kann man sagen. Ja, weil die 5 sind verloren, eigentlich. Es sei denn, er entscheidet sich wirklich, den zu rekrutieren. Könnte er machen, so ist es nicht. Ihm fehlt ja ein Spieler. Und die Verletzung, die der hatte, ist ja nicht permanent. Ja, Also dann würde ich nie wieder. er könnte ihn rekrutieren. Wir können ja gleich mal gucken, ob er es getan hat, ne? Ich würde da eher einen frischen Spieler holen, weil da Ich kannst du eigentlich ihn auch. benennen und das ist atmosphärisch schöner. Sehe ich eigentlich auch so, genau. Bei den Würfelwürfen können wir jetzt mal ein bisschen prüfen. Also die Elfen, die D6, ne, auch wenn man immer vorsichtig sein muss damit, wie man die D6 beurteilt. Aber ich würde schon sagen, schlecht ausgesehen haben die nicht. Nein, aber man sieht auch an der Anzahl generell, wie viel W6er geworfen worden sind. Also, ne, das ist Massiv. schon. Und sehr viel Vierer und Fünfer, was bei Elfen ja oft schon reicht. Ja, dicke. Ja, Blockwürfel dafür vielleicht nicht ganz so rosig. Aber immer noch akzeptabel. Dann Blockwürfel bei den Untoten. Die
kann man akzeptabel nennen. Das hier finde ich ein bisschen bitter. Ja, die Push auch. Ne? Genau, ja gut, die Pushes ein bisschen. Aber bei den Pushes muss man halt immer damit rechnen, dass es davon sehr viele gibt, weil die ja doppelt auf dem Gut. Würfel sind. Teilst du durch 2, da sind wir dann bei 20. Ist Ist immer trotzdem noch noch. mehr als Pow und Push-Pow. Ja, also im Prinzip hast du das hier und das hier hat dominiert. Die D6 sehen auch nicht so rosig aus. Da Ja. konzentriert es sich halt hier. Und gerade zwischen 4 und 3 ist sehr, sehr viel Kippel. Sehr viel Kippel in den Aktionen. Also da hat, man sieht es auch immer wieder, wie oft fehlgeschlagen ist, ne? Ja. Das ist schon immer eine sehr starke Kippaktion, kann man sagen. Gehen wir einfach mal in die Linie. Hier haben wir die Spiele des 10. Spieltags. Für alle, die es interessiert. Vom 11. Spieltag haben wir hier, das ist ja gegen Phantom 1, das wird halt automatisch als Sieg gewertet. Das ist übrigens der Grund, warum gerade Borgias Bullen sehr auf diesen Sieg Ja. gegen ihn gearbeitet haben, weil der letzte Spieltag ist für die in Freewin. Ja, weil die anderen haben da schon den Freewin bekommen. Das heißt, Genau. es war für ihn quasi der letzte Spieltag. Genau. Ist noch nicht bestätigt. Einziges derzeit bestätigtes Spiel ist Venatoris Vasti gegen Drama und Tragödie, was Venatoris Vasti gewonnen haben. Und dann gibt es hier noch einen Freewin, weil die Primal Lizards, die sind leider schon raus. Dann gucken wir doch am besten mal in die Bestenliste und schauen uns mal die Tabelle Genau. an. Also hier Venatoris Vasti stehen halt jetzt hier, weil sie haben gewonnen. Das ist ja das einzige schon fertige Spiel. Steinberg steht immer noch drüber, weil er halt eine Niederlage weniger hat. Die Frage ist, wird er das behalten können? Weil er muss als nächstes gegen Vermorastet, der rostet. Vermorastet, der rostet, für die, die es nicht wissen, wobei ich davon ausgehe, dass die meisten es wissen, das ist Jagul, der aber derzeit sich vertreten lässt von Grimm, glaube ich. Ja, er hört leider zu, er hat sozusagen schon aufgehört und wollte halt nicht, dass jetzt die ganzen Spiele nur gewertet werden. Was ich cool fand von ihm, Ja, dass er sich da definitiv. bemüht hat, eine Vertretung zu finden. Schade, dass er aufhört. Ein Urgestein unserer Liga. Na, aber vielleicht haben wir ihn ja nicht zum letzten Mal gesehen in der Eben, Liga. eben. Wollen wir auf die Zukunft hoffen. Auf jeden Fall, dieses Spiel findet noch real statt mit der Vertretung von Jagul halt. Das heißt, da muss Steinberg durchaus nochmal zeigen, was er kann. Hier reicht ihm aber zumindest erstmal gegen Lago, reicht ihm hier, also Masurk wird den Free Win bekommen. Das ist das Hat er große schon Problem. quasi angerechnet bekommen? Nee, der ist noch nicht. Hat er Zähl mal noch nach, nicht? zähl mal nach. Stimmt, 10. Ja, das heißt, der wird 7. Der wird Okay, den alles Free Win klar. bekommen, das heißt Steinberg, also Lago ist keine große Gefahr mehr für Steinberg. Das hat sich erledigt. Da müsste Steinberg verlieren. So, und dann geht Masurk eh an ihm vorbei, damit ist die Sache gelaufen. Lago also keine wirkliche Konkurrenz mehr. Für den Ma Meistertitel. Für Steinberg schon, aber für den Meistertitel nicht. Masurk wird den Freewin bekommen. Das heißt, Steinberg muss gewinnen. Genau, wenn er unentschieden spielt, dann sind beide punktgleich und ja, dann geht es darum, Obwohl ne, wir im haben da so eine Moment. Liste. Nee, er muss tatsächlich gewinnen. Unentschieden reicht nicht. Ich habe es gerade nochmal nachgerechnet, weil er hat zwar zwei Unentschieden mehr, ne? Aber die sind ja dann jeweils nur, die sind ja zusammen nur 2 Punkte wert. Ein Sieg ist 3 Punkte wert. Das heißt, Genau. wenn er, obwohl, Moment, wenn er ein Ein Unentschieden Unentschieden ist ein spielt, Punkt. Unentschieden und Sieg, dann wären sie punktgleich. Genau, sage ich ja. Das heißt, wenn Steinberg ein Unentschieden spielt, dann kommt es auf die sekundären Sachen an. Und das müsste sein derzeit das TD-Verhältnis. Ich glaube Ich ja. müsste da selber nochmal nachgucken, weil wir hatten zum Glück Also noch nie so eine Situation, es dass wir wirklich ist nachrechnen genau, mussten. wir hatten den, also wir hatten, ja, wir haben in den Regeln ist das ja festgelegt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, früher war es der direkte Vergleich, der zählte. Ja. Jetzt ist es, glaube ich, das TD-Verhältnis. Legt mich nicht drauf fest. Guckt mal in die Posts für den 7. Spieltag. Ne? Info-Thread, 7. Spieltag. Da steht Saison. das im ersten Eintrag steht das unter den ganzen Relegationserklärungen, steht, wie in welcher Reihenfolge wir das werten. Und zwar, ich meine mich zu erinnern, Zitat, wir werten, wie das Spiel es wertet. Das heißt, wenn hier in der Tabelle Steinberg ganz oben steht, ist er der Meister. Aber zurück zum Technischen.
Unentschieden reicht, um mit Masuk auf einer Stufe zu stehen. Dann entscheiden aber die Sekundärwerte. Und ich glaube nicht, dass Steinberg es darauf ankommen lassen will. Sieg wäre also gut. Ja, Sieg ist es sicher, Meister. IBN hat jetzt eigentlich keine Chance mehr, weil er durch einen Sieg zwar noch auf 6 kommt, aber dann hinter Masuk steht. Ja. Das heißt, da ist einfach Faktum, da haben wir auch selber nicht dran gedacht, dass der Freewin von Masuk vieles verschiebt. Und Lago auf dem zweiten Platz, ja, der kann eigentlich nur hoffen, dass Steinberg verliert, so genauso wie Masuk, weil dann ist es punktgleich, ja, sind die beiden ersten und zweiten aktuell punktgleich. Aber da sieht man mal, nur um das nochmal festzuhalten, wie knapp es gerade in den oberen liegen wird. Ich meine, hier geht es jetzt um den Meistertitel, ne? Was natürlich immer großes Prestige ist. Aber auch in der oberen Spitze der zweiten Ligen geht es ja dann immer um viel. Wer darf aufsteigen und wer muss absteigen und so weiter. Ne? Mhm. Das ist halt durchaus wichtig. Ja, und das bestimmt halt diesen Alltag. Und ich finde, das macht halt auch die Spiele so spannend. Wie gesagt, ich persönlich muss ja sagen, ich würde Steinberg durchaus gönnen, jetzt noch zu gewinnen, weil er hat lange gekämpft, er hat diesen Titel stark verteidigt und den hat er auch verdient durchaus. Aber es wäre natürlich auch sehr spannend, würde er ein Unentschieden spielen. Ja, dann hätten wir mal einen anderen Meister, weil Steinberg war schon mal Meister mit seinen butterweichen Blumenkindern, ein Waldelfenteam, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das müssten die butterweichen Blumenkinder gewesen sein, ja. Ja, deswegen, also er ist auf jeden Fall schon mit dem Titel in Kontakt gekommen. Ja, mehr als in Kontakt. Aber gut, das steht zumindest fest. Es geht also vermutlich noch um die Frage wirklich Masuk oder Steinberg. Und dann auf dem Treppchen halt, ne? Ja. Da hat dann jeweils derjenige von den beiden, der das Nachsehen hat, natürlich dann das Feld in der Hand. Und da wird aber, glaube ich, Lago bestimmt sein. Also klar, Lago kann noch von IBN angefochten werden. Der könnte sich den dritten Platz holen, die Bronzemedaille. Da geht es dann eher drum. Ja. Aber jetzt seid ihr ausreichend informiert. Drückt eurem Favoriten die Daumen. Bei Masuk braucht er nicht viel drücken, der kriegt einen Freewin. Muss ich jetzt einfach mal Ehrlichkeit halber sagen. Das heißt, entweder sagt ihr, ihr drückt, wer morastet, der rostet. Die Daumen, um Steinberg quasi in den Dreck zu treten. Oder Steinberg, der dann seinen Meistertitel vielleicht doch noch erringen kann. Schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und ich auch. Auf den letzten Spieltag. Bleibt dran. Und vor allen Dingen, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Dir auch, Oro. Und ich sag mal so, bleibt strategisch, ihr Lieben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.